Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meinen Lesemonat für den Januar geben, also für den ersten Monat im neuen Jahr. Und ja, ich habe genau 4 Bücher gelesen. Ich habe zwar noch eins am Ende des Monats angefangen, aber ich denke, das tut jetzt nicht zur Sache. Das zeige ich dann im Februar. Und genau, 4 Bücher und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich zeige euch die 4 Bücher, die ich gelesen, / gehört habe. Ein Buch, was ich so ein bisschen gelesen habe, aber überwiegend gehört habe, ist endlich Das Paket von Sebastian Fitzek. Ich wollte ja schon ewig einen Fitzek lesen und ich habe es endlich getan. Ich hatte ja richtig Schiss, dass es zu gruselig sein würde und ich muss sagen, teilweise, war ich halt schon ein kleiner Schisser. Ich habe dann war ich abends draußen und habe Müll weggebracht und habe ich die ganze Zeit hinter mich geguckt. Das war schon gruselig. Auf jeden Fall, ja, wie hat mir das Buch gefallen? Ich muss sagen, es hat mir so mittelmäßig gefallen. Zur Geschichte kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Es geht so hauptsächlich um ein Paket, was hier eine Frau bekommt. Und ja, dieses Paket löst eigentlich löst ganz viele Dinge aus, die passieren und die auch mit etwas zu tun haben, was schon vorher passiert ist. Das ist so in grob gesagt ungefähr die Geschichte. Besser kann ich es nicht zusammenfassen, weil ich es halt auch innerhalb der Geschichte echt so ein bisschen wirrwarrmäßig fand. Es gab für mich so ein paar Dinge, die ja nicht viel mit der Geschichte zu tun hatten. Ich fand es dennoch spannend. Ich wollte nämlich bis zum Schluss unbedingt wissen, was es jetzt mit allem auf sich hat. Also spannend war es definitiv und es hatte halt auch so ein bisschen was mit Nervenkitzel zu tun, weil man konnte irgendwie nicht aufhören. Man musste die ganze Zeit weiterlesen oder hören oder wie auch immer, weil man wissen wollte, wie es ausgeht. Das Ende kam für mich ein bisschen überraschend. Ich habe mit einem anderen Ende gerechnet. Mit einem anderen Ende gerechnet, das für mich, ja, was für mich logisch gewesen wäre. Das Ende fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber es war jetzt nicht das, womit ich gerechnet habe. Und wie gesagt, es war immer so ein bisschen für mich Wirrwarr. Also manche Dinge, da habe ich mir so gedacht, hätte man die machen müssen? Oder waren die einfach da, um das Ganze zu dramatisieren? Oder wie auch immer. Und ja, auf jeden Fall, ich habe meinen ersten Fitzek hinter mir und ich denke, es wird nicht der letzte sein. Ich habe auf jeden Fall Lust, da nochmal einzutauchen, weil es echt schon teilweise Psycho war. Dann haben wir Mr. Romance von Lisa Raven. Ich muss sagen, ich sage erstmal, was zu Inhalt. Es geht um Max Riley und Max Riley ist Mr. Romance. Und ja, er ist sowas wie ein Escort-Kerl, kann man das so sagen. Nur er lässt sich halt, sag ich mal, für Dates bezahlen, aber halt ohne Sex und dieses ganze Drum und Dran. Und wir haben hier unsere Reporterin bzw. Journalistin Eden. Ja, und Eden braucht halt jetzt mal eine richtig gute Geschichte, damit sie ihren Chef beeindrucken kann. Und da kommt ihr das mit Mr. Romance so genau richtig. Und ja, sie geht halt mit Mr. Roman so einen Deal ein und ja, findet so nach und nach immer mehr über ihn und seinen Job heraus. Ich muss sagen, ich habe mich so sehr auf das Buch gefreut. Leider, konnte es mich nicht so sehr begeistern, wie ich es mir gewünscht habe. Ich finde, für mich hat es zu lange gebraucht, bis es so richtig losging, so nach 100 Seiten. Da ist da so was Erstes passiert, was einen wahrscheinlich ein bisschen schockieren sollte. So, was? Warum das denn? Mich hat es überhaupt nicht schockiert, weil ich das von Anfang an geahnt habe. Das war so vorhersehbar für mich und es hat mich gar nicht überrascht. Im Gegenteil, ich fand es noch eher langweilig, weil ich mir so gedacht habe, okay, dann lüften sie das jetzt endlich. Und ich muss sagen, mir hat es ab der zweiten Hälfte tatsächlich besser gefallen. Ich kann auch nicht so wirklich sagen, woran es gelegen hat. Vielleicht fand ich die Geschichte zu plump, obwohl ich die Idee der Geschichte irgendwie ganz süß fand. Auf der anderen Seite fand ich es auch wieder komisch. Ich kann es euch echt nicht sagen. Es hat mir einfach nicht so sehr gefallen. Also ab der zweiten Hälfte hat es mir definitiv besser gefallen als die erste Hälfte. Da war ich sogar schon so drauf und dran so, brichst du es vielleicht doch ab und liest was anderes? Oder hörst du es? Ich habe sogar schon dann nach dem Hörbuch geguckt, aber das gab es leider nicht.
Ja, ich habe es aber bis zum Ende durchgezogen. Wie gesagt, die zweite Hälfte hat mir wesentlich besser gefallen. Der Schreibstil war auch super. Also den mochte ich richtig, richtig gerne. Nur teilweise, ich muss sagen, mir ging die weibliche Protagonistin ein bisschen auf den Nerv, weil ja, sie war die ganze Zeit so verbissen darauf, immer mehr herauszufinden, auch später, als es dann so ein bisschen ernster wurde und die beiden sich näher kamen und man es einfach gar nicht mehr, ja, leugnen konnte. Und sie war einfach weiter, sie hat ihn weiter ausspioniert. Und ja, das fand ich ein bisschen schade, es hat mir nicht so sehr gefallen. Aber ich denke, ich werde den zweiten Band dieser Reihe nochmal lesen. Das ist Mr. Secret. Vielleicht wird das mir ein bisschen besser gefallen. Ich weiß es nicht, ich werde dem zweiten aber auf jeden Fall eine Chance geben. Also es war jetzt für mich so ein, ja, 3-Sterne-Buch, würde ich sagen. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu zwei Büchern, die mir dagegen sehr, sehr gut gefallen haben. Einmal noch ein New Adult Buch, nämlich Duty and Desire, vorsätzlich verliebt von Tessa Bailey. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar vom KISS Verlag bekommen. Ich habe dazu auch schon eine Rezension abgedreht, also werde ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen. Ich kann euch nur sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es geht hier halt um Charlie und Ebba und ja, die sind eigentlich, sage ich jetzt mal so, Freunde mit gewissen Vorzügen bis, ja, unsere Protagonistin Emma die Vorzüge streicht und das gefällt Charlie gar nicht. Und ja, so nimmt ihre Geschichte ihren Lauf. Ich mochte es richtig gern. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, den zweiten Teil zu lesen. Ich freue mich so sehr drauf. Und ja, wie gesagt, schaut super, super gerne mal in meiner Rezension dazu vorbei. Da habe ich ein bisschen mehr erzählt. Ich verlinke sie euch definitiv, aber ha, ich fand es total toll. Es hat mir so gut gefallen und es ist auch wunderschön. Und dann sind wir schon beim letzten Buch angelangt. Und zwar geht es um ein Buch bzw. eine Reihe, die sich so, 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 so sehr in mein Herz geschlossen hat. Und zwar geht es um Isara. Das ist jetzt der zweite Band Stille Wasser von der Autorin Julia Dippel. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ja, Julia Dippel hat auch Kasadim geschrieben, aber das war die erste Reihe von ihr, also Hisara. Das ist jetzt Band 2 und ich habe diesen Band 2 geliebt. Er hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich kann euch nicht zu viel über den Inhalt verraten, weil ich euch sonst spoilern möchte und ich möchte euch keineswegs spoilern, weil es warten für alle, die diese Reihe noch nicht gelesen haben, ja. Ich merke, ich bin schon sprachlos. Für alle, die diese Reihe noch nicht gelesen haben, auf euch wartet was ganz Tolles. Eine richtig coole Fantasy-Welt mit einer taffen Protagonistin, allgemein wunderbaren Charakteren. Also man schließt wirklich jeden Charakter ins Herz und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich Angst, dass Julia Dippel mir das Herz bricht und den einen oder anderen Charakter umbringen wird. Wirklich, man schließt jeden ins Herz. Die Bösewichte sind so gelungen. Ich sage es euch, ich liebe Bösewichte. Ich weiß, was gelungene Bösewichte sind. Und bei Isara sind sie gelungen, definitiv. Die Bücher, ich rede jetzt immer von Band 1 und Band 2, sie stecken voller so vieler Überraschungen. Es ist wie bei Kasadim, immer wenn man denkt, boah, jetzt kann nichts mehr kommen, dann ja, beweist die Autorin einem das Gegenteil und bam, es kommt wieder was Neues. Es ist überraschend, es ist spannend, es ist aber auch teilweise romantisch, es ist schön, es ist einfach, ach, es ist so eine Wohlfühlreihe und ich liebe diese Reihe so sehr. Also wirklich mit Das Reich der 7 Höfe und Kasadim gehört diese Reihe zu meinen Liebsten und ja, hat einen ganz besonderen Platz für mich. Ich lese diese Bücher übrigens gemeinsam mit Esther und ja, wir teilen da die gleiche Meinung. Ich liebe es einfach so sehr, Band 2 auch. Band 2 war für mich perfekt. Ich finde allgemein jedes Buch davon ja perfekt. Auch wenn sie manchmal so das ein oder andere, sag ich mal, Manko haben. Aber ja, das wird wieder ausgeglichen, weil es einfach so, so toll ist. Für alle, die es nicht kennen, lest es. Es ist Fantasy. Es ist, wie ich finde, nicht schwer. Also keine schwere Fantasy. Der Schreibstil ist so locker und flüssig, auch wenn es Fantasy ist. Aber trotzdem, es fehlt an nichts und ich liebe diese Reihe. Und ja, wie gesagt, das Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Wir lesen gerade schon an Band 3 und Band 3 wird auch 5 Sterne bekommen. Ich bin zwar erst bei der Hälfte, aber das kann ich jetzt schon ganz sicher sagen. Ich habe sogar schon geheult. Ja, der Cliffhanger bei Band 2 ist echt fies, kann ich euch sagen. Also legt euch direkt Band 3 zu, beziehungsweise
wenn ihr noch gar nicht gelesen habt, legt euch Band 1 zu. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe. Ich kann sie euch herzlichst empfehlen. Und ja, das war's auch schon mit meinem Video. Passend dazu vibriert mein Handy. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so im Januar gelesen habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!